Oh, warte mal, du bist da auf dem Präsentierteller, du kannst ruhig sterben. Ja, so ein Goldsack mehr oder weniger, schon schön. Die bringen ja inzwischen 200. Ja, genau. Wie viel waren das jetzt? 5 Schläge? Nicht schön. Gar nicht schön. Ah, wir haben sehr, sehr viele Lebenspunkte. Das passt schon soweit. Oh, das sind... Geben die sich gegenseitig Deckung? Sieht fast so aus. Ich glaube, ich umgehe das Ganze mal. Oh. Oder auch nicht. Oh, hier ist ein Secret. Irgendwo da hinten hin. Ah, runter, runter. Und... Ja, mal eben 1000 noch was Gold. Sehr schön. So muss das sein. Gegner ignorieren. Kiste öffnen. Weg hier. Okay, dich kann man auch so töten. Schwing. Schwing, schwing, schwing. Weg, 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 weg. So, Hölle. Komm schon, gib mir Kisten auf der Minimap. Keine Kiste. Aber du bist ein einfacher. Bist normalerweise ein einfacher Gegner. Aber wenn man dich 5-mal hauen muss und du einen Kumpel hast, dann bist du nicht mehr so toll. Oh, du bist. Ja, ich mach gar keinen Schaden bei dem Ding. Nee, 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 nee. Da würde ich jetzt 5 Minuten lang im Kreis um das Ding rumspringen und der wird mir immer wieder mehr Schaden machen. Das ist nicht so prickelnd. So, kaputt. Oh. Yikes. Wow. Hihi. Das war knapp. So, da hinten ist nämlich eine Kiste. Da will ich hin. Oh, sehr schön. 5500 Gold. Da oben war noch ein Durchgang für den Zwerg, aber das ist für uns egal. Du gehst weg. Du stehst da echt doof. So. Okay. Geht nur nach unten weiter. Oh, Kiste. Nur für Zwerge. Oder Hokage. Wobei mir da einfällt, das habe ich noch gar nicht getestet, oder? Ob wir in diese Secret-Räume mit dem Hokage reinkommen? Ich glaube, das muss ich noch. Oh, weg, 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 weg. Ja, 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 ja. Oh, dich können wir schön in die Ecke treiben. Dich ignorieren wir mal. Dich auch. Oh, Kiste. Ganz vielen Stacheln. Ah. Hätte ich nicht gedacht. Die sind nämlich da schon überall an Ecken. Und jetzt durch den ganzen Horrorraum zurück. Ja, warte mal. Dann nehmen wir doch erstmal 1, 2 Spieler aus dem Spiel. Ja. Da machst du schon mal nicht so viel Unfug. Das ist gut. Weg. Weg. Uaha. Weg, 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 weg. Miau. Dafür musst du jetzt sterben. Genau. 8000 Gold. Hey, hey, hey. Oh. Ja, viel zu viele. Viel zu viel, zu viele, viel zu viele, viel zu viele. Viel zu viele. Hilfe! Komm, gib mir ein Hühnchen oder gib mir irgendwas. Schon. Ich muss doch irgendwann mal welche von euch kaputt bekommen. Nee. Das ist doch albern. Aber ja, ich muss mich echt an meinen Plan halten, einfach Gegner zu ignorieren. Das schaffe ich als Barbar einfach nicht. So, kein Springen. Gucken wir, ob wir Glück haben. So weit, so gut. Und zack, so.
Meh. Meh, meh, meh. Tagebucheintrag. Ja, nee, danke. Ich will nur Hühnchen und Gold und Diamanten und Goldsäcke und was auch immer da noch kommen mag. Oh. So. Wie jetzt? Wo geht's weiter? Ach so, da in der Mitte. Ich dachte schon, die Hölle wäre vorbei und es gibt keinen Bossraum und kein gar nichts. Das wäre komisch. Aber hier geht's weiter. 10.000 Mal draufschlagen. Oh, hallo, großer Flammenmann. So. Oh. Machbar. Sehr schön. 11.000 Gold. Also bewahr ist definitiv eine sehr gute Wahl, wenn man einfach nur noch die Kisten gehen will. Also ja, dafür sind eigentlich die Spelunkets und Spelunkies gedacht, aber... Was? Das ist nicht fair. Woher soll ich denn wissen, dass wenn ich runterfall, da direkt ein Helm ist, dem ich ausweichen muss? Na gut, geht das geben. Hokage, Assassin, ich hätte mal gerne wieder einen Paladin. Na gut, nehme ich erstmal ihn. Ich will jetzt nicht rumwarpen, drei neue Kinder bekommen, das sind alles doofe Klassen. Also ja, Hokage, das heißt, die Ausrüstung kann soweit erstmal gleich bleiben. Mehr Rüstung. Unten schlagen, nee. Mehr Lebenspunkte. Ja. Und jetzt nochmal für die anderen Klassen, außer dem Hokage, höheren Crit-Damage. So. Kommando zurück. Dieses Leben weichen wir keinem Gegner aus. Denn Gegner bringen viel Gold, wenn man sie one-hitten kann. Ja. Auch wenn ich irgendwie nicht glaube, dass wir mit dem Hokage die 11.000 oder was da von den Barbaren knacken können. Aber na gut, wir hatten schon öfters Hokage gelebt. Oh, das arme Gold. Wir hatten schon öfters Hokage leben, wo der Hokage tierisch viel Glück hatte. Also vielleicht haben wir diesmal auch Glück. So, zwei Schläge für einen Puschelwuschel ist okay. Ein Schlag für ein Auge wird das auch gleich sein, ist auch völlig okay. Einmal hoch, zweimal hoch. Wo? Hahaha. Jetzt schon 1600. Okay. Da sage ich nicht nein zu. Feuer. Magier, genau du. Und du mit deinem Bömmel auf dem Kopf würdest bestimmt auch wieder Schaden machen, wenn ich dich hier rumwuseln lasse. Also stirb. So. Oh, das ist so ein großer, nerviger Raum, wo überall Spuckdinger sind und Sachen, die Schaden machen und ja. Möglichst schnell möglichst viele Projektilschmeißer ausschalten. Ist hier sonst noch über was? Ah ja, da. Ein Doom Trade. Zing. So. Aber Gegner waren das jetzt, glaube ich, schon alle. Kein Schaden. Ich konnte nicht mal einen umbringen. Okay. Aber daran habe ich langsam ein wenig Übung. Das müsste so weit hinhauen. Genau. Vampir, Vampir, Vampir. Ach, Sky-Rune. Warum gibt ihr mir nicht meine Vampir-Runen? Den könnte ich als Barbar richtig abrocken. So, raus. Also als Barbar oder Paladin. Oh, wo bist du? Da bist du. Da ist noch ein Kumpel von dir. Oh. Ah. Jetzt aber leer. Boss. Ja, Boss.
Die waren nicht so viel schwerer als normal. Aber trotzdem nicht gerade einfach. Wobei der Goldboost von dem Boss schon echt schick wäre. Ich gucke mal, ob ich meine Lebenspunkte irgendwie wieder hochbekomme. Und wenn ja, dann könnten wir den mal probieren. Also Spiel, gib mir Hühnchen, wenn du willst, dass ich deinen Boss töte. Na, kennst das ja schon. No. Das Hühnchen zählt nicht, Spiel. Das musst du mir geben. Das geht nicht anders. Übergang zum Wald noch irgendwo vielleicht. Oh. Okay. Oh, falsche Richtung. So. Das war definitiv ein Hühnchenspiel, da hast du vollkommen recht. Das heißt, ich könnte gleich zurück zum Boss gehen. So. Oh. So, 301 von 312. Na komm, nicht mehr rumspielen. Ich glaube, ich gehe echt zum Boss. Ich muss ja einfach nur möglichst schnell raufprügeln. Der Hokage ist eigentlich der perfekte Gegner für genau diesen Boss hier. Ranstellen, prügeln, 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 prügeln. Vielleicht ein, zwei Schläge fressen und dann prügeln, 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 prügeln. So. Achso, die Richtung, okay. Gibt es einen Erfolg für getroffen werden? Oh, okay. Weniger reden, mehr töten, Girogon. Sehr schön. Was ich sagen wollte, gibt es denn einen Erfolg, einen Boss zu töten, ohne getroffen zu werden? Aber, ja. So, Boss tot. Na schön. Mana, Mana, Lebenspunkte. Tada! Und 11.700 Gold. Kann man nicht meckern. So, wir gehen mal hier weiter. Jetzt keine so schöne Ecke. So. So. Oh. Dann Schummelmagier bestimmt. Und Ninja Puschelwasche, ey. Komm schon. Da oben war noch eins. Oh, oh. Ah. Was zur Hölle? Geht weg. Ja, Triple Kill und selber tot. Aber ja, Auge ist tot. Jede Menge Gold. Sehr schön. Jetzt gib ihm bitte den Paladin. Spielung Kette, Archmage, Assassin, nö. Paladin, schmeißt Gegner weg. Ein Spellsword, der nicht 3D sehen kann und ein Paladin, der kurzsichtig ist. Nö, nämlich den Paladin, der wegschubsen kann. Ah. Kurz mal gucken. Skysword nicht. Umhang. Mehr Rüstungsklasse. Damage Return, nö. Ruhm, was hast du so Schönes? Sprinten brauchen wir, Doppelsprung brauchen wir. Da haben wir schon was Lebenspunktartiges. Hier haben wir nochmal Sprinten. Wollen wir fliegen? Oder könnten wir hier beim Sprint was wegnehmen? Ich glaube, ich nehme hier Doppelsprung. Also wir haben zweimal Doppelsprung und Sprinten. Ja, ist dann besser als Sprinten, Springen und danach Fliegen. Das werde ich niemals ordentlich steuern können mit meinem Controller hier. Und meinen Controller-Fähigkeiten. Also ja, das klingt soweit gut. Dann würden wir jetzt gerne Crit-Chance erhöhen. Crit
Damage. Ah, mehr Rüstungsklasse. Und noch irgendwas, was am besten 3000 kostet. Haben wir aber nicht. Ja, doch da. Aber okay, nehmen wir das hier. Crit-Chance ist jetzt 24%. Also jeder vierte Schlag. So um den Dreh. Ist kritisch. Damit kann man doch schon mal arbeiten.